Herzlich willkommen zu meiner Folge gerade auf dem Marsch. Wir räumen gerade aktuell unten auf. Wir werden jetzt den Flug hier rein tun. Wir öffnen das Tor. Mit der Maus links. Und jetzt mal versuchen, mal den Flugersatz, sag mal so ganz vorsichtig, zu reinzumanövrieren. Ganz so einfach ist, aber irgendwie wird schon gehen. So. Da haben wir schön gemalt hier, bodenmäßig, Beton. Ne. Weißt du was? Hier kommt eine schöne, schöne Durchfahrtshalle hin. Da haben wir eine. Ich glaube, wir haben nur eine große, schöne Halle. Beleuchtet. Natürlich beleuchtet. So. Das macht sich hier ganz gut. Ein bisschen mehr nach links. Außerhalb des Lichts. Ein bisschen nach hinten. Haben wir mehr Platz. So, brauchen wir nicht mehr rangieren. Jetzt können wir dann gleich durchfahren und reinfahren. So. Warum sich quälen? Wenn es so einfach geht. Lass mal dran, hänge immer in den Traktor. Einer war fertig. Mit Düngen. Der wird nicht fertig. Hier wurde noch keim. Hier ist fertig. So, es hat eine geklappt. Nee. Das ist eine neue Kursplay-Version 319. Noch neu, von gestern oder vorgestern. So, mal gucken. Das muss noch wachsen erst. Muss auch wachsen. 14 mal fertig. Gibt es nur Missionen? Außer Flügen und Robbern. Bei Flügen. Gut, mit dem Mod, da macht es gehen, aber mit dem normalen Flug, das ist, dauert halt sehr lange. Und 66 kommen wir gar nicht hin, du Depp, du. Gut. Auch nicht gut, ne? Wir haben jetzt 9, wenn wir gleich mal die andere Richtung nehmen, ne? Rückwärts fahren, nicht Gas geben, Bremse. Ja, mal sehen, wo wir den gleich wieder einsetzen können, aber erstmal noch nicht. Fahren wir mal zum Hof. Alten Kurs werden wir löschen. Ja, dann werden wir ein Holz machen, denke ich mal. Futter haben die Tiere. Wasser auch. Passt nämlich ganz gut hier, fahren wir so rein. Fertig.
Ja, mal schauen. Ich glaube, wir haben jetzt gar keinen Wald, haben wir. Aber ich muss mal sehen, was kaufen. Und zwar brauchen wir Fahrzeuge. Mal gucken, wer alles hier ist. Viele, viele, viele. Gut, was kaufen wir denn Schönes? Oder wir können auch mieten. Da müssen wir nicht kaufen. Da mieten wir erstmal. Und den schicken wir gleich mal zum Sägewerk. Mit Overdrive. Schauen wir mal, ob es noch klappt. Weil mit der 1.1 muss sie was ändern. Verkaufsstellen, BGA, Standard. Klärwerk, Olli, Sägewerk. Gut, der fährt schon mal. Jetzt brauchen wir noch ein Fahrzeug. Aber wie müssen wir hier aufsteigen? Nee, sonst haben wir ein Problem. Jetzt kommen wir nicht wieder her. Wir brauchen immer ein Fahrzeug zum Holz verkaufen zu können, beziehungsweise zum Sägewerk zu kommen, Sägewerk zu fahren, zum unseren Sägewerk. Das heißt, wir brauchen zumindest, ich möchte einen Autohänger haben. Also alles andere ist nicht lustig. Mit manuell aufladen meine ich. Eine Fräse haben wir auch brauchen irgendwann. Standard. Nehmen wir Breitreifen für den Waldschodel, ne? Den kaufen wir. Zurück. Jetzt holen wir uns den LKW von Hof. Denn das Sägewerk muss er arbeiten. Das ist mir ganz wichtig. Denn sonst haben wir ja ein Problem, wir wollen Paletten haben. Und später werden wir entsprechend irgendwas produzieren, wo Paletten brauchen. Was wird sich finden? Bier wird sich ganz gut machen, denke ich mal. Den Anhänger werden wir auch irgendwo hinstellen. Die werden wir nach Halle fahren, rückwärts. So. Ich staune immer über die Kraftfahrer, wie sie so eine Fahrzeuge rangieren. Das ist immer für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Und weil sie auch im Fahrzeug nicht alles sehen, also auch mit Einweiser ist es schon für mich eine Kunst des Fahrens an sich. Ich staune immer drüber, wie sie es hinkriegen, also ich weiß es nicht. Oft mit Anhänger und so, das ist...
Wahnsinn. Da die hängen jetzt, wenn es blank ist, auf Dauer. Ein Tor geht nicht zu. gut, egal. Einsteigen, aushängen. Ist so alles da. Das ist schön bei Autodrive. Man muss nicht alles selber machen. So, jetzt holen wir unser Auto her und fahren auch zum Sägewerk. Aber wir wollen nicht Holz verkaufen, wir wollen Holz entsprechend zum Sägewerk fahren. Leer fahren sich LKW alle gut, aber voll. Da Eier sind manchmal kann man die. So, fahren wir Richtung Sägewerk. Bin sportlich gefahren. So, so Folge Nummer 3. 3:46 Realzeit. Dann geht noch was weiter heute. Ja, hier bei der BGHs, da wollen wir überlegen, ob wir die losbauen oder entsprechend Fabrik aufstellen. Wo wir nicht verdichten müssen. Wenn das Mais keimt. Ist ja ziemlich kalt für Mitte Frühling, ist es schon fast Wintereinbruch hier. So. Steht ja schon mal. Mal ausmachen. Sparen, Kosten. Gut, dann fahren wir rückwärts. Wenn wir ein paar Bäume fällen. Aber auf langer Sicht auch vielleicht bald wieder welche anpflanzen können hier. So. Fangen wir vorne an. Klappt. Wie lang haben wir eingestellt? Bestimmt zu kurz. Zeigt ja nicht an, der Bursche. Das ist schon zu kurz. Ahne was. Jetzt nimmt er mir den ganzen Platz vom Menü weg. Das dürften 6 Meter sein. Na, ist auch schon besser. Wir müssen ein bisschen schätzen jetzt.
Ich weiß, wo das ganze Ding steht jetzt. Weil die Länge ist aktuell nicht zu sehen. Man müsste höchstens... Ne, das geht nicht. Auto anschalten bringt ja nichts. Ah, das passt schon so. Irgendwann kommt durch reiner Zufall die Option, wo man Länge sehen kann. Solange nicht ein Meter ist, geht's. Ein Meter wäre ein bisschen blöd. Dann müssen wir versuchen, einen Hänger voll zu kriegen, dass ich direkt mal heute arbeiten kann. Mal sehen, wie lange das reicht. Ein paar Bretter herzustellen und ein paar Paletten. Ich kann ja auch Paletten verkaufen. Ein bisschen Geld verdienen. Diese kleinen Bäume, die Kümmerlinge hier. Und Segen! Segen, Segen! Das wäre so eine Funktion, wenn man einen Förster einstellen könnte, der alleine im Wald arbeiten geht. Und wenn er fertig ist, sagt er, ich habe Bäume gefällt, bin fertig. Oder hab neu gepflanzt. Im Grunde man hat einen Angestellten rein theoretisch. Da stellt jemand ein oder zwei, drei. Gut, da braucht man irgendwann eine größere Karte, ne? Wenn wir viele einstellen würden. Aber dann wäre es bald ein anderes Spiel normalerweise, dann wäre es kein Simulator mehr in dem Sinne, sondern mehr auch schon Manager. Und die Arbeit delegiert. Mehrere Schultern im Prinzip. Hoffe mal, dass ich mit dem Outloader klarkomme. Weil den nicht so hochgelassen, ich komme schwer rüber. Die Fräse holen rechtzeitig. Die großen Bäume liebe ich. Einmal anschneiden, einmal setzen und weg ist das Ding. So, Baum für Baum und was ist es? Vom Licht in die Schaumwelle hier. Ich frage mich heute, wo die Zeit geblieben ist. Der Tag ging vorbei, also jetzt haben wir wieder 18 Uhr, fast. Wahnsinn.
Und die Folge auch noch bis Ende. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein vom Segen. Danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und Winke. Ciao, ciao. Morgen geht's weiter. Wer möchte, kann gerne reinschauen. Tschüss.